Ja, hallo, ich bin mal wieder unterwegs. Genau, dieses Mal bin ich in Singapur und ich werde gleich aufs Schiff gehen, auf die MS Amadea und werde von dort aus eine weite Reise machen, nämlich genau bis nach Sydney. Freue mich sehr drauf. Ich habe mir einiges vorgenommen. Zum Beispiel, ich möchte gerne ein Interview mit dem Captain machen und ich möchte gerne den Kreuzfahrtdirektor kennenlernen. Ob mir das gelingt, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall euch berichten und ja, ich bin sicher, ich werde eine ganz spannende Zeit haben. Ich habe jetzt Uli Koch an meiner Seite, freue ich mich besonders. Ich auch. Herzlichen Dank. Und wir machen was ganz Tolles, wir beide jetzt. Ja. Nämlich? Wir machen einen kleinen Schiffsrundgang, ja. Dass man weiß, wie sieht es bei uns aus, ja. Was kann man alles machen bei ja. uns, Ja. wie funktioniert in der Regel es mit der Rezeption und so weiter, ja. wo sind die Super. Gewissen Räume, was man braucht, Showlounge, Doktor und so weiter. Noch ein kurzes Wort zu Uli Koch. Uli Koch ist für das gesamte Sportprogramm hier an Bord verantwortlich. Deshalb auch diese schlanke Figur. Dankeschön. Okay, starten wir, ja? Starten wir. Ja, Herr Koch, hier stehen wir vor einem ganz besonderen Gemälde. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht erzählt es mal kurz. Also das Gemälde hat sehr viel mit dem Schiff zu tun. Nämlich dieses Gemälde ist von einer ganz berühmten Künstlerin aus Japan. Das ist die Noriko Tamura. Und diese Noriko Tamura arbeitet sehr viel für das Kaiserhaus und ist befreundet mit einer unserer Innendekorateurin, die unser Schiff aufhübscht. Und die hat dieses Gemälde hier gemalt. Dieses Schiff, was wir haben, unsere Amadea, war die frühere, wir sagen Asuka, die Japaner sagen Ja. Asuka. Okay. Und dieses Gemälde stellt Asuka dar. Asuka ist ein Fabelland, in dem viele verschiedene Wesen leben. Und das Besondere daran, diese Wesen, die leben alle in einer Harmonie zusammen. Ja, das kann man erkennen, Und ja. diese Harmonie soll übergehen auf die Seelen an Bord. Das heißt, nicht nur die Passagiere, auch die Crew, dass man in Harmonie in einem Boot quasi sitzt. Wir sitzen alle in einem Boot Ja. und wir sollen alle harmonisch und friedvoll miteinander umgehen. Und das soll dieses Gemälde ausdrücken. Ein schönes Sinnbild, ne? Ich finde. Ein tolles Sinnbild. Und wenn man mal überlegt, von hier unten, von Deck 5, 6 Ja. geht es bis ganz nach oben hin. Ja. Und es ist Deck 10 da oben. Ja. Und wenn man es Unglaublich. immer wieder mal betrachtet, erkennt man immer mal wieder kleine Tierchen und so Ja. weiter, von Libellen über andere Fabelwesen. Wie Sie schon sagen, was ganz Was Besonderes. ganz Besonderes, was Ja. ganz Tolles. So, wir sagen, ein Beratungsschalter, die Kreuzfahrtberatung. Hier können sich Gäste über andere Kreuzfahrten beraten lassen oder am besten auch schon gleich buchen. Ja. Nicht nur unsere Hochseeschiffe, sondern auch unsere Flussschiffe. Wir haben ja mittlerweile über 56 Flussschiffe in der ganzen Welt verteilt. Oder man kann sich man kann anfragen, wie sieht denn auf der Atania oder auf der Albatros eine Kabine aus? Kann man die schon buchen? Ist die frei? Und die Kollegin kann das dann nachgucken und kann sich informieren, ob die Kabine frei ist und kann eventuell diese Kabine schon buchen. Ja, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsorte hier, Herr Koch. Meiner auch. Oh, ja. Schön, Harry's Bar. Das ist Harry's Bar. Und das Besondere hieran ist, wir haben abends immer ein Duo hier, die zum Tanzen aufspielen oder zur Happy Hour, wenn man vor dem Essen noch einen Cocktail trinken will. Und später vor der Show kann man hier einen Tänzerin wagen. Unsere Musiker wechseln immer. Das heißt, wir haben alle paar Wochen ein neues Duo hier, dass auch wenn Gäste mal länger an Bord sind, dass sie wieder mal eine andere Musikrichtung Ja, haben und so okay. weiter. Hier kann man schwufen, Ja. gemütlichen Trink nehmen Ja, und ja. nachher zur Show gehen. Und jetzt darf ich Sie einladen, wir gehen mal in die Ja, Atlantik Lounge rein. sehr Da gerne. sind unsere Shows am Abend. Sehr gerne. Wunderbar. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Auf den ne? Brettern, die die Welt bedeuten. Wir Ja. sind jetzt hier in unserer Atlantik-Show-Lounge. Hier finden unsere Shows statt, natürlich abends. Wir haben ein sehr professionelles Show-Ensemble, Ja. nicht nur hier auf der Amadea, auch auf den anderen Schiffen. Die meisten haben schon Show-Erfahrungen in Musicals, Operetten und so weiter.
Und die Castings sind, glaube ich, in Bund, Köln. Ja, da genau. Haben wir Jungs, die Tänzer trainieren, dass wenn sie an Bord kommen, dass sie gleich loslegen können. Dann haben wir natürlich auch andere Künstler von Zauberer, Comedians, klassische Musik, Musicals. Also querbeet durch, sodass für die Gäste immer eine sehr gute Abwechslung ist. Und die meisten Künstler wechseln so nach 2 Wochen auf den längeren Reisen, dann werden wieder andere eingeflogen, sodass die Gäste eben wieder eine frische, neue Show bekommen. Unser Showensemble, glaube ich, hat Reserven, dass sie 2 Monate lang Shows machen kann, die man noch nicht gesehen hat. Dass auch wenn mal ein neuer Gast da ist oder ein Gast längere Zeit da ist, wie auf den Weltreisen, sind ja meistens die Gäste 4 bis 5 Monate an Bord, dass die immer wieder mit neuen Shows überrascht werden. Ich habe die ABBA-Show gesehen und war restlos begeistert. Die ist fantastisch, unglaublich, unglaublich. Ja, und auch die so Leute schunkeln und wippen alle und macht Spaß, den zuzusehen. Bei mir ist es mit der Stimme nur ein bisschen schwierig noch. Meine auch, meine Stimme will keiner hören zum Singen. Ja, hier sind wir am Ort der Verführungen. Duftet ja schon so ganz toll, oder? Hier sind wir vor unserer Bordboutique mit Parfum und Schmuck und Uhr und Zeugs, was man alles braucht. Die Frauen gehen hier sehr gern rein, die Männer laufen lieber ein bisschen schneller, wenn man hier vorbeigeht. Also das ist unsere Bordboutique. Wir haben 2 reizende Damen hier drin, ab und zu haben wir 3 Damen hier drin und hier kann man eben einkaufen. Die haben bessere Preise, man hat zollfreie Preise an Bord, muss aber, wenn man an Land ist, muss es geschlossen sein. Ja. Das betrifft alle Schiffe weltweit, weil die an Land wollen natürlich, dass die Menschen an Land einkaufen gehen und nicht die verführerischen Preise hier übernehmen. Aber hier kann man von allem Möglichen, über Kleidung, man hat was vergessen oder drüben, was Nettes, über Parfum, Uhren, Schmuck, Ketten und so weiter. Und natürlich, wenn ihr seht, die vielen Parfumflaschen und Cremen fürs Gesicht und alles, was so das Herz begehrt. Perfekt. Ja, und das glaubt man ja gar nicht. Hier sind wir eigentlich auf einer ganz normalen Deck und dafür verbirgt sich das Kino hinter. Hier haben wir ein Kino, wir haben ein eigenes Bordkino, ja, man soll es nicht glauben. Wir haben nicht nur Fernsehprogramme auf den Kabinen mit verschiedenen Auswahlbereichen, sondern wir haben auch ein eigenes Kino, denn wir haben noch ein paar Cinemasten an Bord. Wenn man längere Zeit hier ist, dann will man auch mal Ruhe haben oder auch Fußball- oder Sportevents werden mal hier übertragen. Und da können wir gleich mal einen Blick reinwerfen. Ja, machen wir. Es ist ja richtig schnuckelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gemütlich und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich auf dem Schiff bin. Nein, nein, man könnte meinen, man ist irgendwo zu Hause in einem schönen kleinen Kino. Ja. Ganz neu restauriert, renoviert vor ein paar Jahren, haben wir alles neu gemacht hier. Man sitzt sehr angenehm, hat auch die verschiedenen Etagen wie in einem normalen Kino. Und hier werden dann abends ab 21 Uhr werden verschiedene Filme gezeigt. Also aus allen möglichen Bereichen, ob Abenteuer oder klassische Filme. Und auch bei Sportveranstaltungen, sag mal Olympiade, Eröffnung oder Fußball-Events, das kann man dann hier übertragen, wo man dann in Ruhe das gucken kann. Hier sind wir im Waschsalon. Wir haben auch hier ist es warm. Waschsalon und hier ist ein bisschen wärmer. Ja, genau. Wir haben Waschmaschinen, Trockner für Gäste, die selber mal was durchwaschen wollen. Gerade wenn man in wärmeren Gebieten ist, ist man doch öfters verschwitzt und man kann auch hier dann eben selber waschen, die Sachen trocknen lassen und um die Ecke rum haben wir eine kleine Bügelstation, sehr einfach zu bedienen. Ich krieg's hin, wenn es ich hinkriege, kriegen es auch andere Menschen hin. Okay. Zudem haben wir natürlich einen Wäscheservice, wenn man auf der Kabine ist, also wenn man keine Lust hat, selber zu waschen oder zu bügeln, da schreibt man das auf einen Zettel, legt es in so einen Wäschebeutel, die Stewardess holt es ab und bringt es 1-2 Tage später wieder gebügelt und picobello bringt es zurück. Sehr schön. Aber das finde ich ist eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn man auf Weltreise geht. Genau, genau. No. Die Gäste sind doch längere Wochen, Monate bei uns an Bord und dann kann man mal sagen, komm, man wascht mal schnell was durch. Meine Waschmaschine buntes, ne? Hier oben, Waschmaschine buntes. Lieber Herr Koch, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wollen wir einfach hoffen, dass wir nicht oft hier hinkommen, aber wenn, dann muss man manchmal zum Doktor. Am besten kommt man nur, um sich zu unterhalten hierher. Ja, wir haben hier unsere medizinische Abteilung, natürlich muss das sein, leider wird es ab und zu mal gebraucht hier an Bord. Wir haben immer 2 Krankenschwestern an Bord, einen Arzt, jetzt haben wir gerade den Herrn Dr. Schnackenburg hier. Die Ärzte wechseln auch ab, die sind immer mal ein paar Wochen hier. Und jemand von der medizinischen Abteilung muss immer an Bord sein,
weil ab und an gibt es halt mal Vorfälle und es ist unumgänglich. Ja. Die haben hier die Möglichkeit, Röntgenaufnahmen zu machen und so weiter. Bei schwierigeren Fällen muss man leider auch mal von Land Helikopter ordern, dass die Gäste ins Krankenhaus geflogen werden. Das wird von hier aus organisiert. Die kleineren Wehwehchen, Husten, Schnupfen oder mal jemand hat sich eine Zerrung zugezogen. Ja, ja. Das wird hier behandelt. Wir haben zwei bezaubernde Krankenschwestern. Stimmt. Und wir kommen gerne hier mal uns zu unterhalten für den Krankenschwestern. Eine sitzt gerade da und arbeitet gerade hier. Die ist auch schon öfters hier gewesen, immer wieder hier. Und dann freut man sich natürlich, dass man die Kollegen sieht. Eine wichtige Einrichtung. Gut, dass es ihn gibt. Ja. Das ist auch ein schöner Ort, wie ich finde, an dem wir uns jetzt hier aufhalten dürfen. Ne? Das ist unsere Vista Lounge. Man sieht es mit einem schönen Rundumblick, mit einem Panorama-Umblick, ein etwas ein ruhigerer Raum. Mhm. Ab und zu haben wir nachmittags hier auch Tee- und Kaffeestunde und Sie sehen unser schöner weißer Flügel. Ja. Ab und an haben wir hier oben dann ein bisschen ruhigere Klaviermusik mit Künstlern, Chanson und so weiter in diese Richtung oder klassische Bereiche. Man kann sich hier ein bisschen entspannen und das Schöne ist eben dieser Rundumblick. Ja. Man kann sich reinsetzen und kann entweder das Meer oder wenn man in Norwegen ist, die Fjordlandschaft kann man genießen und das in Ruhe. Ja. Trinkt dazu einen schönen Cocktail und entspannt sich. Mhm. Idealer Ort, um die angefutterten Pölsterchen wieder abzutrainieren. Jawohl, oder? Das ist hier unser kleines Fitnesscenter. Wir haben von verschiedene Geräte, wo man eben den ganzen Körper trainieren kann. Hier von diesen Bereichen über hier. Crunch-Bereiche für Oberarmbereiche, Bauchmuskulatur, Fahrräder, Laufbänder. Es ist für jeden was dabei. Und das Tolle ist, auch wenn noch nie jemand in einem Fitnesscenter war, an jedem Gerät sieht man jetzt hier auch Beschreibungen, sind Beschreibungen, wie, was man machen soll, wie man die zu bedienen hat. Und die sind eben einfach zu bedienen, sodass auch ein Nichtsportler, der das erste Mal in seinem Leben in ein Fitnesscenter kommt, kann hier reingehen und kann hier arbeiten. Wir haben kleine Fernseher dabei, wo man Musik machen kann und so weiter. Man kann nichts falsch machen. Und diese tolle, und man hat natürlich eine tolle Aussicht. Wo hat man denn schon so eine tolle Aussicht in einem Fitnesscenter? Also ich mag es auch mit den Wellen zu paddeln. Ja. Die Wellness-Oase. Auch hier muss ich sagen, duftet es schon ganz besonders. Es riecht immer toll hier, ja. Oder? Hier wird man verwöhnt, ne? Hier wird man verwöhnt. Hier kann man sich verwöhnen lassen. Ob jetzt ein Facial, Gesichtsbereiche oder um die Ecke rum haben wir einen Friseur. Mhm. Dann haben wir verschiedene Massageangebote. Wir haben tolle Spezialisten hier. Die haben verschiedene Bereiche, ich kann gar nicht alle aufzählen. Ich kenne mich da auch nicht so besonders aus. Sie haben es auch gar nicht nötig. Das ist aber nicht. Ich habe am wenigsten Zeit hier reinzugehen, wo man eben durchgeknetet wird. Ja. Wo man Hände und so weiter, man kann sich schminken lassen, wenn man vielleicht keine Lust hat, sich selber zu schminken für einen Galaabend. Und da kann man sich hier beriesen lassen. Dann haben wir einen tollen Saunabereich mit verschiedenen Saunen. Ihr Lieblingsraum, Herr Koch, wie Sie gerade verraten haben, ne? Das ist mein Lieblingsraum. Unser altes Kaminzimmer mit Bibliothek, hier gleich um die Ecke rum. Ein Raum, der zu 90% so belassen worden ist, wie er früher auf der Asgar war. Ein sehr angenehmer Raum. Man hört sogar das Knistern im Kamin. Ja. Es ist natürlich nur ein Showkamin, denn offenes Feuer auf dem Schiff ist natürlich überall strengstens verboten. Aber klar, es ist ein Raum, wo man sich zurückziehen kann. Oder Sie haben mal eine kleine Feier. Viele Gäste heiraten ja auch bei uns auf dem Schiff. Okay. Hochzeiten, ein zweites, ein drittes Mal heiratet man dieselbe Frau. Das ist natürlich auch groß in Mode gekommen, das haben wir auch oft. Oder, dass man mal ein junges Paar hat, die sagen, wir wollen auf dem Traumschiff heiraten. Mit Kapitän und allem drum und dran. Das ist ein schöner Raum, wo man dann eine kleine Gesellschaft hat, wo man einen privaten Empfang machen kann. Das kann man hier auch machen. Oder man zieht sich einfach nur mittags hier mal zurück. Auch ein Raum der Ruhe. Um die Ecke rum haben wir ja unsere Bibliothek. Und meistens haben wir die neuesten Bücher da. Ja. Denn viele Gäste bringen ihre neuen Bücher, die aktuell auf dem Markt sind, mit. Haben sie ausgelesen, lassen sie hier. Ja. Hier sortieren sie dann ein hinten. Ja. Und es ist, jeder kann sich ein Buch holen, er muss sich nirgends anmelden. Ganz ungezwungen, liest das Buch, bringt es wieder zurück oder man hat mal Lust auf eine Partie Schach, kann man sich auch hier hinten zurückziehen
wo man dann in Ruhe mit einem Partner Schach spielen kann. Ja, ist wirklich ein schöner Raum, muss ich sagen. Kann das ist ganz klasse, ja. Also ist auch mein Lieblingsraum. Ja. Und vor allem, hier haben wir Original-Schriftstücke von der alten Aska, von unserer neuen Amadea. Unglaublich, wie alt sind die? Was denn? Die sind, also, wir haben das Schiff 2006 übernommen. Die Aska ist, glaube ich, 91 gebaut worden in Japan. Und hat noch eine ganz große Bedeutung. Das war ja das Schiff in Japan, sehr geliebt von den Japanern. Ab und zu haben wir Reisen nach Japan und wir werden in jedem Hafen wie mit einem, wie volksfestmäßig empfangen. Tänzer sind draußen mit weißen Tüchlein. Also das Schiff wird sehr gefeiert. Das Schiff ist sogar nachgebaut worden, nur als 2.500er Schiff, also okay, 2.500 okay. Passagiere draufgehen, aber so im Stil ist es genau nachgebaut worden. Ist sehr geliebt worden von den Japanern. Ja. Und wenn Sie dann wieder nach Japan fahren, komme ich mit. Das ist nett, da freue ich mich drauf. Dann gehen wir Sushi essen. MS Amadea ist ja auf großer Weltreise unterwegs. Das heißt, in 144 Tagen läuft sie 75 Häfen an, das Ganze auf 6 Kontinenten und 26 Inseln. Ich habe bisher niemand kennengelernt, der auf Weltreise ist. Aber ich gehe mal auf die Suche, vielleicht finde ich ja jemanden, der gerade diese Reise gebucht hat. Ja, wir waren ja gerade zusammen auf Deck 11 und da habe ich euch die Karte gezeigt, wo die MS Amadea ja auf Weltreise ist. Und zugegeben, bisher habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der auf Weltreise ist. Aber die habe ich jetzt entdeckt. Und zwar Marlies und Michael. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich die beiden jetzt befragen darf. Ja, hallo ihr beiden, liebe Marlies und lieber Michael. Hallo. Ihr seid auf Weltreise. Wie kam es denn dazu? Wir haben allerdings wenig von der Welt gesehen, weil wir auch immer viel gearbeitet haben halt und wollten jetzt wirklich mal so einen Rundumschlag machen, sodass wir gucken, wo es uns am besten gefällt halt und wo man dann später auch noch mal hinfahren kann. Das war eigentlich der Grund. Und ihr seid ja 144 Tage unterwegs. Das ist eine lange Zeit, ne? Ja. Wie lange habt ihr schon? Also wir haben schon über ein Drittel müsste weg sein. Ging ganz gut. Wir haben ja, sind ja eng aufeinander und klappt trotzdem. Ja? Ja. Und waren schöne Städte dabei, schöne Gegenden, die uns schon sehr gut gefallen haben. Was war so das Highlight bisher? Highlight bisher war für mich Singapur. Das stimmt, ja. Muss ich auch, speziell mich auch zu hören. Also Singapur fand ich auch sehr schön. Weil sonst sind es auch so die vielen Kleinigkeiten, halt, die man da unterwegs halt immer sieht halt und trifft. Die kann man jetzt, die muss man erstmal für sich halt verarbeiten. Die kann man jetzt noch gar nicht so alles so berichten halt. Aber als, wie gesagt, Singapur als Großstadt war natürlich ein richtig, wie gesagt, ein Highlight. Aber schön waren auch die Städte hier in Australien. Also Exmouth war ja ein bisschen klein, aber dann so Adelaide war schon toll. Da würde ich gerne noch mal hinkommen. Auch gestern Melbourne hat mir sehr gut gefallen. Also das wäre was. Australien sowieso. Ja. Ich denke, das ist noch mal was, wo man längere Zeit verbringen muss. Aber wie ihr schon sagtet zu Recht, man kriegt hier einen ersten Eindruck und sagt, wie fühlt sich das denn an eigentlich? Komme ich noch mal zurück oder denke ich, nee, das war's, ne? Genau. Also ging es mir hier mit Australien auch, wo ich sagte, boah, das ist so ein tolles, großes Land mit so vielen freundlichen Menschen, da muss ich nochmal hin, ne? Das stimmt. Aber ihr habt ja noch ganz viele Highlights, die ihr so vor euch denkt. Ja, genau, da freuen wir uns auch drauf. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, Polynesien, Neuseeland, Bora Bora, oh Gott. Genau. Aber ich gönn's euch von Herzen. Ja. Wie gefällt es euch denn auf der MS Amadea? Wir sind ja nicht so Kreuzfahrt
erprobt. Also ist eure erste Kreuzfahrt? Ja. Mhm. Ja. Okay. Eigentlich finden wir es ganz gut hier. Das Personal ist super nett, ja, super hilfsbereit. Die Verpflegung kann man sich überhaupt nicht beklagen. Ja, das stimmt. Nein, uns gefällt es ganz gut. Schön. Und so hier 144 Tage in einem Stück ist euch, jetzt sage ich mal, langweilig? Nein. Nee, langweilig nicht halt. Also für uns persönlich wäre es besser, wenn wir ein bisschen weniger Erkältung hätten, aber sonst ist es ja nicht optimal halt. Gute Ausgewogenheit zwischen Relaxen und Gucken. Veranstaltungen werden angeboten, die man sich anschauen kann. Wird eigentlich nie langweilig. Wenn man nicht mag, braucht man auch nicht hingehen. Ja, ja. Also das ist eigentlich, wir fühlen uns ganz wohl. Hört sich nach viel Freiheit an. Ja, ja, schön. Ja, das hat die Nibu uns auch an. Wir können noch so ein tolles Programm machen. Halt. Ja. Wenn uns das nicht gefällt, halt, gehen wir auch nicht hin. Halt, und wir planen unseren eigenen Stiefel halt. Ja. Das ist schon wichtig. Ja. Klingt gut. Ja. Ja. Was würdet ihr empfehlen Menschen, die noch nie auf einer Kreuzfahrt waren? Womit sollten die eurer Meinung nach einsteigen? Auch direkt mit einer Weltreise? Nein, nee, eigentlich nicht. Also ich würde eigentlich die asiatischen Länder würde ich erstmal auslassen halt. Okay. Und das ist mehr Geschmackssache. Ja, das stimmt. Das das sind so Länder, die uns nicht ganz so interessieren. Okay. Mag sein, dass das für andere wichtiger ist. Mhm. Aber ich finde, so ein oder zwei Teilabschnitte von der Weltreise oder überhaupt kürzere Abschnitte sicher besser, ja, wenn man einsteigt. Ja, okay. Also ich bin ganz gespannt. Ihr seid ja noch bis Mai hier, muss man sich vorstellen. Also doch eine lange Zeit noch. Wie euer Fazit am Ende der Reise ist und wo ihr sagt, da will ich unbedingt hin. Ich glaube, wir werden uns dann bestimmt hören und dann werde ich erfahren, was ihr sagt. Okay. Danke euch beiden. Ja. Eine gute Reise noch und viele, viele Highlights. Okay. Dankeschön. Tschüss. Ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Tag, denn dort bin ich mit der Führungscrew der MS Amadea verabredet. Und ich darf Interviews führen und bin jetzt auf dem Weg zum Kapitän Hubert Flor. Herr Flor, ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Ihrem Heiligtum sein darf und Sie uns nicht nur einen Blick hier hinter die Kulissen werfen lassen, sondern dass Sie auch bereit sind, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja. Sagen Sie, wie schaffen Sie das eigentlich immer so pünktlich zu sein, wobei doch Wind und Wetter, das kennen wir ja gerade heute, doch immer irgendwie dazwischen spielen können. Ja, es hat den Anschein, dass wir pünktlicher sind als die Bahn und die Flieger. Ja, wie schaffen wir das? Die modernen Navigationsmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, geben uns ja permanent einen Überblick darüber, wie viel Strecke wir noch zurückzulegen haben und welche Geschwindigkeit dafür erforderlich ist, um eben in Time am nächsten Hafen anzukommen. Und so kann man das permanent überwachen und dadurch eben doch ermöglichen, dass man wirklich dann so ankommt, wie man das möchte. Job as usual oder Stress? Na, als Stress empfinde ich das eigentlich nicht. Wenn man in seinem Beruf, glaube ich, immer nur Stress empfindet, dann muss man irgendwas ändern, dann ist irgendwas falsch. Ne? Natürlich hat man mal Zeiten, wo viel zu tun gibt oder Zeiten, wo weniger zu tun gibt. Ich mache den Beruf gerne. Ich empfinde ihn nicht nur als Job, sondern so ein bisschen auch als Berufung. Mir macht es also Spaß und ich könnte schon in Rente sein und weil es mir Spaß macht, deshalb bin ich ja noch hier. Ne? Ja, ja, wie schön, da freuen wir uns natürlich alle. Du, Sie vermitteln auch so das Gefühl Sicherheit, Zuverlässigkeit und so weiter. Was bedeutet das denn für Sie persönlich, hier Kapitän auf dem Traumschiff zu sein? Ja, naja gut, für mich hat das schon eine lange Geschichte. Ich bin ja 1994 gewechselt zur Kreuzschifffahrt. Ich bin ja schon länger im Beruf. Und 94 bin ich Kapitän auf der Berlin geworden nachher und bin da natürlich schon auf das ZDF Traumschiff gestoßen. Traumschiff Berlin war ja damals Mode. Ja, stimmt. Dann ist es nachher 2000 die Deutschland geworden. Ich wurde auch Kapitän auf der Deutschland und so haben wir uns gegenseitig weiterentwickelt. Bin dann 2007 zu Phoenix gewechselt. Dann ist das ZDF-Team mir noch eine Weile auf der Deutschland geblieben, bis sie dann 2015 eben wieder hierher gekommen sind. Große Freude für mich,
dass wir uns dann alle hier wieder getroffen haben. Ja. Das heißt, wie Sie schon sagten, die sind zusammengewachsen. Das wir sind zusammengewachsen, ja, wir haben ja schon Silberhochzeit, wenn man das so sagen kann, miteinander, ja. Herrlich, herrlich. Sagen Sie, kommt da die Crew schon mal vom Traumschiff auf Sie zu und sagt, geben Sie mir doch mal einen Tipp, Sie als Kapitän? Ja, natürlich. Das ist wie bei allen Filmen, wo über Polizei, Ärzte und was es da so alles gibt, ja, fragt man natürlich auch, wie macht man das und wie könnte man das darstellen, welche Möglichkeiten haben wir oder wir wollen eine bestimmte Szene drehen, was denken Sie, wie wir das machen können und so. Darüber redet man schon. Ne? Sind Sie dann, wenn gedreht wird, auch hier dabei oder überlassen Sie den Herrschaften Ihr Heiligtum? Ja, nein, nein, dann überlasse ich denen hier das Territorium. Ich gucke manchmal zu, wenn ich Zeit und Lust habe, ja, aber ansonsten ist das eine reine Filmgeschichte. Da habe ich nichts mehr zu tun. Okay, naja, jetzt sind wir ganz gespannt auf den Nachfolger, ne? Ja, wir auch. Okay. Das ist eine tolle Reise. Wir sind ja hier auf der Weltreise. Ja. Und gibt es eigentlich ein persönliches Lieblingsreiseland jetzt für Sie? Naja, das passt ganz gut. Ich fahre eigentlich auch ganz gerne hier runter nach Fernost. Also Malaysia, Thailand, Indonesien. So, das ist so das Gebiet, wo ich mich wohlfühle. Es ist immer warm, Wetter ist gut. Stimmt. Die Leute sind gut drauf. Nicht alles so reglementiert, wie man das hier und da und dort vielleicht vorfindet. Also so ein bisschen easy going, das ist prima. Ja. Oh, das kann ich so gut nachvollziehen, ich glaube es gar nicht. Ja. Verraten Sie uns noch, wenn Sie mögen, Ihren Lieblingsort hier auf der MS Armadea? Ja, speziellen Lieblingsort, so habe ich eigentlich nicht. Aber ich sitze ganz gerne abends mal auf Deck 9 hinten, wenn Feierabend ist sozusagen, und trinke da meinen Kaffee, gucke ein bisschen in die Gegend. Habe die Möglichkeit, mich mit den Gästen zu unterhalten, also das ist schon ganz gut. Prima. Ja, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür und ja, wünsche uns eine ruhige See heute. Na, es wird noch ein bisschen zunehmen. Okay. Müssen wir uns darauf einstellen. Okay, vielen lieben Dank. Bitte. Was reizt Sie denn an der Aufgabe des Kreuzfahrtdirektors am meisten? Kreuzfahrtdirektor ist ein sehr abwechslungsreicher, Beruf. Es ist mehr als ein Job, es muss Berufung sein, man muss mit Herz und Seele dabei sein. Aber sie haben so viel verschiedene Herausforderungen, verschiedene Situationen, auf die sie sich immer wieder neu einstellen dürfen und müssen. Seien es die verschiedensten Kulturen, die verschiedensten Destinationen, die sie kennenlernen, aber auch tagtäglich neue Situationen an Bord. Sei es mit der Gäste, mit der Besatzung, im Ablauf oder der Organisation der einzelnen Tagesabläufe. Da kommt jeden Tag was Neues auf Sie zu. Natürlich stellt sich ein klein bisschen Routine ein, klar, aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und neue Situationen, auf die man sich einstellen muss. Und wenn man da Spaß und Freude am Organisieren hat und na klar auch am Umgang mit den Gästen, dann ist das ein Job vergleichbar, wie wenn Sie daheim Freunde empfangen. Es ist immer ein bisschen Aufwand und Stress, aber positiver Stress. Ja. Sie freuen sich, wenn sich Ihre Gäste zu Hause auch wohlfühlen, wenn es ihnen gut geht. Und genauso ist es bei uns an Bord. Das heißt, es spielt sich natürlich auch ganz viel hinter den Kulissen ab, von denen die Gäste so gar nichts mitbekommen, ne? Ja, so ein bisschen Logistik ist hinter den Kulissen auch gefragt, klar, von den verschiedensten Management-Meetings, wie werden die Tage strukturiert, was gibt es für Vorlagen, Auflagen in den einzelnen Häfen. Ja. Jetzt kommen wir in 3 Tagen in Sydney an. Da gibt es einen großen Katalog an Auflagen, der im Vorhinein schon abgearbeitet werden muss. Was muss beachtet werden, wenn wir dann in Sydney ankommen? Ja, das passiert natürlich alles hinter den Kulissen. Ja, das haben wir ja auch schon mitgekriegt als Gast, dass die australischen Behörden gar nicht so ohne sind, ne? Die werden immer strikter und nähern sich so peu à peu den Amerikanern an. Ja, wollte ich gerade fragen. Also der Unterschied zu den Amerikanern ist nicht mehr so groß, ist nicht mehr so groß. Ja. Und gerade Sydney ist da ganz extrem. Ja. Ja. Sagen Sie, was ist denn für Sie das ganz Besondere an der MS Armadea? Sie hat es vorhin schon ein bisschen ausgefeilt, aber vielleicht können Sie es ein bisschen mehr erklären. Ja, ich habe im Jahr 2007 mein allererstes Praktikum hier gemacht. Also die Armadea war mein erstes Schiff. Ja. Mein damaliger Kreuzfahrtdirektor, Christian Adelmeier, hat gesagt, Junge, dein erstes Schiff, das ist wie die erste große Liebe, da ist das Herz mit verbunden. Ach, wie schön. Heute muss ich sagen, hat recht gehabt. Ich habe auf ein paar anderen Schiffen auch gearbeitet, für eine andere Reederei. Aber es ist immer wieder ein besonderes Gefühl, auf das erste Schiff zurückzukommen. Ja. Weil man natürlich viele Erinnerungen damit hat. Hier hat man gelernt, hat die ersten Erfahrungen mit der Seefahrt gemacht. Aber natürlich, und das ist das, was alle unsere Phoenix-Schiffe ausmacht, die Größe der Schiffe. Mhm. Dass sie wirklich dieses Familiäre haben, wie als ob sie zu Hause ins Wohnzimmer kommen. Man fühlt sich wohl, man weiß, okay, das ist meine Besatzung, mein Kellner, meine Kabinenstewardess. Ja. Die Kollegen erkennen Gäste oder erinnern sich an Gäste auch wieder. Ja, das
Wir haben maximal 620 Gäste an Bord. Und es kreiert eine tolle Atmosphäre. Und das ist das Schöne an diesem Schiff. Und es hat ja die Form eines richtigen Kreuzfahrtschiffes. Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. Also unsere Kellner kennen uns inzwischen auch alle. Ja. Brauchen gar nicht mehr zu sagen. Sie erinnern sich, was sie gerne essen, gerne trinken, kriegen das automatisch hingestellt. Morgens den Kaffee mit Milch und zwei Stück Zucker. Ja, das merken wir. Genau. Das ist wirklich charmant. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Sagen Sie, Sie sprachen das Essen an. Essen hat natürlich eine besondere Bedeutung hier. Das ist ganz klar, ja, für jeden. Ja. Über die Funde reden wir dann später. Aber das Entertainment-Programm ist natürlich auch, die Unterhaltung ist natürlich auch besonders wichtig. Mhm. Worauf legen Sie besonderen Wert dabei? Unterhaltung ist uns zum einen wichtig, dass wir ein möglichst großes Spektrum schaffen, also dass wir jeden Geschmack der Gäste ansprechen können. Bei Musik, Unterhaltung generell gehen die Geschmäcker weit auseinander, also von Travestie über Zauberkünstler. Ein sehr professionelles Showensemble, was wir mit an Bord haben. Bauchredner, Klassiksänger, Musikduos. Jetzt haben wir Piano-Tainment, also ein bisschen modernere Piano-Künstler an Bord. Wir versuchen da ein relativ breites Spektrum abzudecken und schauen natürlich auch, dass die Shows, die angeboten werden, das Maximale an Möglichkeiten unsere Atlantic Lounge ausnutzt. Mhm. Ja, das ist eine schöne große Showlounge auf zwei Etagen, hat eine schöne große Bühne, hat ein bisschen Platz hinter der Bühne, sodass da viel gemacht werden kann. Wir haben viel Technik eingebaut, haben da auch nochmal investiert in der letzten Werft, sodass wir die Abendprogramme als eines der Highlights des Tages mit anbieten können. Ja, ich durfte ja auch schon bei einigen dabei sein und muss auch sagen, das, was die Damen und Herren da machen, Hut ab, es ist eine großartige Leistung. Ja, da werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Gerade das Showensemble hat sich sehr, sehr entwickelt und ist sehr professionell, absolut, vergleichbar mit jeglichem Showensemble, was Sie an Land in den diversen Theaters oder Musicalbühnen Deutschlands finden. Ja. Und ich war ja auch hinter den Kulissen und konnte mich davon überzeugen, auf welch engem Raum die das machen. Das ist schon Chapeau, Hut ab. Ja. Singen, tanzen, gute Laune verbreiten, toll. Aber das machen Sie auch. Sie gehört auch natürlich mit dazu. Ja. Entertainment, der Gast möchte unterhalten werden. Gerade am Abend legt man da Wert drauf. Und da ist das Entertainment genauso wichtig wie die Tageskünste, die wir an Bord haben. Mhm. Oder ein Animationsprogramm. Jedes der Besatzungsmitglieder. Wir haben an Bord 317 junge Damen und Herren, die sich um ihr Wohl kümmern. Mhm. Jedes dieser Besatzungsmitglieder ist wichtig für das Urlaubserlebnis an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Mhm. Also muss jeder seine Leistung bringen und jeder hat den gleichen Stellenwert für ihr Reiseerlebnis. Mhm. Nee, ich wollte gerade ja schon Ihnen das Kompliment machen, dass ich gerne nochmal wiederhole und deutlicher mache. Wir sehen Sie ja relativ häufig an Bord. Man hat das Gefühl, Sie schlafen eigentlich nie. Immer strahlen Sie, Sie haben gute Laune, Sie machen einen kleinen Talk mit den Gästen, das ist super. Vielen lieben Dank. Sie geben uns immer ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Dankeschön. Das freut mich zu hören. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Wenn man es mit Herz macht, mit Freude, dann ist es kein Job oder kein Beruf, sondern dann ist es ein Hobby. Ja. Und da ist wieder der Vergleich, wenn Sie zu Hause Freunde empfangen, dann haben Sie auch Spaß bei der Sache. Und das ist ganz wichtig an unserer Position oder an unserer Arbeit. Ja. Wo Sie da gerade sagen, Hobby, haben Sie denn bei dem Hobby in Anführungsstrichen auch einen Lieblingsort hier auf dem Schiff? Ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Vista Lounge. Das ist ein sehr schöner Bereich. Zum einen am Abend, ein schöner Rückzugsort. Wir haben klassische Musik, die am Abend hier angeboten wird. Tagsüber kann man den Blick nach draußen genießen. Mhm. Den Blick über den Horizont schweifen lassen, ein bisschen träumen. Ja. Das ist ganz, ganz schön. Aber natürlich auch, wenn wir in Häfen einfahren, die Aussicht genießen. Ansonsten mag ich an Bord sehr gerne die Bibliothek. Okay. Das ist ein sehr, sehr intensiver Ort, wo man auch zur Ruhe kommen kann, mal den Gedanken folgen kann. Es gibt viele schöne, schöne Orte an Bord der Amadea und es kommt da auch auf den eigenen Geschmack an. Er sagt, okay, ich habe es lieber ein bisschen abwechslungsreicher oder ich habe gerne meinen Bereich, wo ich mich mal zurückziehe, mal in ein Buch schaue, die Postkarten an die Lieben daheim schreiben. Mhm. Es gibt viele schöne Orte. Es ist schwierig zu sagen, welches ist der liebste, aber Vista Lounge und die Bibliothek, die stehen schon ganz weit vorne. Ich glaube, die Tipps sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, Herr Schädel, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre sehr offenen Worte und begleiten Sie uns bitte weiterhin. Wir steigen ja leider in Sydney aus. Ich auch. Ach ja, Sie gehen auch auf Urlaub. Ach ja. Schönen Urlaub dann für Sie. Ne? Dankeschön. Danke. Hat mich gefreut. Dankeschön. Christian Bruckner ist jetzt an meiner Seite und er ist seines Zeichens Hoteldirektor.
herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für ein paar Fragen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Bitte sehr. Ja, schießen wir gleich mal los. Also ja. Das Essen hat ja eine ganz bedeutende Rolle hier. Ja, ja, ist ja ganz wichtig. Wie weit planen Sie denn eigentlich Ihre Menüs im Voraus? Also wir haben natürlich eine vernünftige Planung im Vorfeld. Gerade jetzt zur Zeit auf der Weltreise natürlich gehen wir auch schon mal ein bisschen weiter nach vorne, da wir natürlich sicherstellen müssen, dass wir alle Lebensmittel, alle Produkte an Bord haben und natürlich auch über die Weltreise alles nochmal beziehen können. Mhm. Ist das schon ein größerer Cycle, sagt man, ne? Ein Menü-Cycle, wo dann wirklich nach mehreren Wochen dann wieder durchgedreht wird und dann wieder neu angefangen wird. Und zusätzlich gibt es dann immer wieder lokale Produkte. Okay. Wir kaufen dann auch immer lokal ein, frischen Fisch, frische Früchte oder auch anderes, ne, was wir da so finden auf dem Weg. Ich wollte gerade sagen, gehen Sie auch einkaufen? Ja, wir gehen auch einkaufen. Auf die Märkte? Wir gehen auch auf die Märkte. Ah, ja, ich mache das auch besonders gerne, aber ich kaufe natürlich in ganz anderen Mengen als Sie. Ja. Ja, ist natürlich ein Teil des Ganzen und macht auch sehr Spaß für uns und ist auch schön, dass man den Gästen natürlich auch etwas Lokales bieten kann. Mhm. Ist natürlich im Sommer schwieriger, in den Nordlandreisen, hat man nicht so die Riesenmärkte, aber dann auf Weltreise ist natürlich so, dann man hat viele Orte, wo es so orientalische Märkte gibt und wo es einfach normal ist, auf den Markt zu gehen und, und frische Sachen zu kaufen. Und soweit es möglich ist und was alles funktioniert, auch mit Hafen, dass wir die Ware über den Hafen reinkriegen, kaufen wir auch lokal nach. Ja. Und das sind natürlich ganz andere Mengen. Ne? Das heißt, Sie kaufen schon mal den ganzen Stand leer? Ja, wir kaufen auch schon mal kleine Geschäfte leer. Also auch schon mal passiert auf Weltreisen, dass man irgendwo auf einer Insel Halt macht und man gerade dort einige Dinge braucht, man findet die, aber das ist dann so ein kleiner Kreislerladen mit 10 Flaschen drin von jedem und man nimmt dann so 9 raus und lässt dann nur noch eins da, damit die natürlich auf der Insel auch noch was haben. Ja, aber es ist schon so, dass man teilweise schon einiges nachkauft und auch größere Mengen. Ja. Also Sie sind wahrscheinlich sehr beliebt auf den kleinen Inseln, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Natürlich rauschen wir erstmal mit vielen Personen ein und für die erstmal ein Schock, was passiert hier. Aber auf der anderen Seite natürlich wichtig, weil natürlich kommt auch Geld in die Kassen der Dörfer. Insel und wenn wir was kaufen können, auch die machen auch gleich automatisch den Schiffsaufschlag. Das ist dann schon mal automatisch 30% mehr. Okay. Ist auch okay. Also wir sind es auch nicht so, dass wir bis auf den letzten Cent runterhandeln, sondern wir sagen, gut, die anderen sollen auch leben. Also. Ja, sehr gut. Ja. Was ist Ihnen denn eigentlich beim Menüaufbau besonders wichtig? Worauf legen Sie besonderen Wert? Also in erster Linie legen wir darauf Wert, dass wir natürlich immer die vegetarischen Varianten drin haben, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist. Und dass wir eine gute, ausgewogene Produktpalette haben und natürlich auch immer Fisch, Fleisch, unterschiedliche Fleischsorten auch immer wieder, ich sag mal, in einem gewissen Wechsel haben, sodass immer auch neue Produkte mit reingehen und dann auch unterschiedliche Geflügelprodukte oder Fisch. Fisch haben wir immer mehrere Fische an Bord, wo wir immer wechseln können. Und natürlich dann auch ausgewogen mit Gemüse, Beilagen, dass das passt. Das Essen ist ja auf der Kreuzfahrt immer ganz wichtig. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Was sehen Sie denn als das Besondere von der MS Amadea noch? Ja, ich denke, dass wir einfach aufgrund der Größe des Schiffes auch sehr gut eingehen können auf die Passagiere. Und wir können auch relativ schnell ad hoc Änderungen machen, auf die Gäste eingehen, wenn Herausforderungen da sind oder natürlich auch mit den lokalen jetzt Märkten oder Geschäften zusammenzuarbeiten und da auch immer wieder eine schöne Menüdarstellung zu haben, wo wir eigentlich die meisten Gäste auch treffen. Ja, das zumindest bis hierhin kann ich das bestätigen. Ja. Habe ich als Gast auch. Ich finde, es ist perfekt, es ist alles da. Ja, super. Ja, das ist, und wenn es nicht da ist, dann erkennen wir es früh genug. Und wir haben ja auch Schiffsagenten, also Hafenagenten, wo wir dann entsprechend im Vorfeld dann schon hinschreiben, eine E-Mail, okay, wir sind hier ein bisschen knapp, könnt ihr das anliefern und dann geben die uns ein Angebot und dann sehen wir, ob das passt und dann nehmen wir das auf und dann ist auch wieder gut. Also als Gast muss ich sagen, fehlt es mir an keinem Ding. Ganz toll, super. Ja. Meinen Sie, Sie haben auch einen Lieblingsort hier an Deck oder gibt es verschiedene? Wir sind jetzt gerade hier in der Bibliothek. Ja, also ich finde die Bibliothek eigentlich toll. Weil es noch so sehr, sehr starken maritimen Flair hat, auch mit dem vertäfelten Holz. Ja. Hier kann man sich auch abends mal zurückziehen, wenn man mal ein Gespräch führen muss mit jemandem oder wenn man einfach nur abends mal ein Glas Wein trinken möchte, ist das ein toller Platz. Ja, kann ich verstehen. Und der Kamin, der raus zu schön. Der Kamin natürlich. Ja. Natürlich kein richtiges Feuer, ist ganz klar. Ja. Wäre nicht möglich auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja. Aber natürlich in dieser Variante als elektronischer
schafft eine schöne Atmosphäre. Genau. Herr Bruckner, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Gerne, es war gerne. Sehr interessant und wir bleiben noch eine Weile hier. Ja, super. Viel Spaß. Anja Siewert ist mein nächster Gesprächspartner, darüber freue ich mich sehr. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Siewert, dass Sie auch Zeit finden. Sie sind Maître de Hotel. Korrekt. Können Sie uns bitte erklären, was es genau bedeutet? Maître de Hotel kommt aus dem Französischen und ist ein Oberbegriff und ist halt, man ist zuständig oder der Restaurantleiter für alles im Restaurant, im Hotelbereich. Mhm. Das kommt wie Maître de Chocolatier und sowas. Okay. So ist das erklärt. Okay. Halt. Das heißt, Sie haben hier die Oberverantwortung für alle Restaurants, ist das richtig? Ja, korrekt. Genau. Okay. Darunter umfasst es hier das Lido, Mamadea Lido und unten ist die Jahreszeiten mit 400 Sitzplätzen. Hier sind 280 Sitzplätze mit Terrasse draußen und dann habe ich auch noch die Kontrolle auch über die Crewmesse, Officermesse, die ist dann noch weiter oben. Mein Gott, ganz schön viel, ganz schön umfangreich, ja. Und jetzt sind wir dabei, nicht wir, sondern Ihre Mitarbeiter, dass Sie das Buffet, das Mittagsbuffet aufbauen. Ja, genau. Vielleicht sind Sie einmal so lieb und erklären uns das. Wir können gerne mal rumgehen, ne? Ja, sehr gerne. Also es ist immer in Zusammenarbeit mit Küche und Service, beide zusammen. Mhm. Die Küche macht immer die Hotline, sagen wir dazu, da kommt das ganze warme Essen. Hier bereiten wir die ganzen Salate, immer frische Salate werden hier aufgestellt und immer jeden Tag gibt es eine Rotation, also jeden Tag gibt es auch andere Salate. Ja, heute haben wir da nochmal Graupen, wir haben Nudel-Pesto-Salat, Gurkensalat, Fleischsalat. Hier haben wir immer die verschiedenen Beilagen, Salatbeilagen, was eigentlich jeden Tag auch die gleichen sind. Kleine Perlzwiebeln, Speck und meistens hat der Gast immer eine Auswahl, kann sich so seine eigenen Salate mischen, Karotten, Tomaten. Und die Karotten sind wirklich von Hand geschält, richtig, oder? Richtig von Hand geschält, ja. Und so richtig, gut. Ja. Natürlich mit ein bisschen Maschine, ja, aber die werden alles, also auch Kartoffeln, alles mit Hand, ne? Hier haben wir eine kleine Käseauswahl, da sind auch immer jeden Tag andere Käsesorten drauf, ganz frische Käsesorten. Hier haben wir das gleiche im Spiegelvergleich nochmal, dass halt auch wirklich genug Gäste Anlaufpunkt haben, dass sie alle versorgt werden. Genau, hier haben wir nochmal den Rucola und hier haben wir die ganzen Öle, Würzsoßen, Dressings, verschiedene, die machen wir auch selber. Okay, und da steht auch immer, was es gerade ist, damit der Gast auch genau Bescheid weiß. Richtig, genau, weil sich das auch immer ändert. Ja. Da haben wir hier eine kleine Anlaufstation mit ein bisschen Baguettebrot, mit Butter, ein bisschen Margarine. Wir haben hier noch so eine Wurstaufschnittplatte, weil manch einer möchte dann doch nicht warmes essen, möchte nur leicht essen. Mhm. Dann gibt es da auch noch Möglichkeiten. Ja, hier wird jetzt gerade unser Vorspeisenangebot aufgebaut. Ne? Das beinhaltet immer so einen Fruchtcocktail oder so eine kleine Tellerchen werden vorbereitet mit einem Matjes oder wie heute Matjes ja auch da ist, in der Hausbrauensoße. Ja. Also immer was anderes für den Gast. Manchmal haben wir Muscheln, die werden dann auch von einer heißen Linie, sage ich jetzt mal, auch noch darauf gesetzt. Hier liegen dann nur die Schalen und dann kann man sich die warm von der Linie holen. Also immer was anderes. Perfekt, ne? Perfekt. Ja, hier vorne haben wir dann noch unsere Dessertstation unterteilt. Da wird dann frisch Eis ausgegeben. Ich muss Ihnen gestehen, die Schlange hier ist immer besonders lang. Ist besonders lang, Weil da gibt es dann auch die ganzen Topics, die man dazu machen kann. Genau. Ne? Und ein bisschen Alkohol, Baileys oder Eierlikör. Genau, genau. Und das ist ja schon sehr verführerisch, ne? Wenn man das alles sieht. Das wäre für mich genauso. Muss ich mich auch immer zurückhalten. Ja, und hier bauen wir jetzt unsere Suppenstation. Ne? Wir sind noch hier noch im Aufbau. Da kommen dann Nudelsuppe gibt es heute, arabische Couscous-Suppe, also immer eine Cremesuppe, eine Bouillon tatsächlich, eine Essenz. Ja, dann haben wir hier unterteilt alles, was im Menü steht quasi. Petersilienkartoffeln heute, Kalbszunge, Asia-Gemüse. Und das wird auch mit der Küche zusammen aufgebaut. Das wird dann alles von unten hochgeholt. Also wir haben hier nur eine kleine Aufbereitungsküche. Okay. Man kann schnell mal was nachgrillen oder nachbraten. Ja. Aber tatsächlich kommt alle Vorbereitung, Produktion, alles von unten hoch. Okay. Ja. Okay. Genau. Pasta darf natürlich nicht fehlen. Ne? Pasta. Eine beliebte Station, jeden Tag. Ja. Egal. Ja, aber wenn man so gar keinen Appetit hat, finde ich, ne? Ja. Spätestens dann stellt er sich ein. Absolut. Pasta kann man immer essen. Das genau. Passt immer sehr gut. Ja. Ja, dann verschiedene Soßen hier auch noch. Auch verschiedene Öle hier nochmal für die Pasta selbst. Knoblauchöl auch selbst hergestellt. Kräuteröl, Chiliöl, Currypuder. Also sehr beliebt. Die Soßen auch sehr wichtig für den deutschen Gast geworden, ne? Immer. Nach wie vor, die müssen da sein. Ja, ohne Soße geht nichts. Ne? Ich kenne das. Ja,
Ich aber auch, das gebe ich ehrlich zu. Ja. Ja, und dann hier noch so Kondiments, also wie Erbsen, Röstzwiebeln, Kartoffel, Maispüree. Das wird jetzt alles so ganz frisch rausgelegt, ja. Teilweise 10 Minuten vorher, okay. Dass es doch schön heiß ist. Hier haben wir manchmal noch eine Kaltschale, heute haben wir... Sagen Sie, was ist Ihnen denn beim Aufbau des Buffets besonders wichtig? Wichtig ist besonders natürlich, dass überall Sauberkeit herrscht, ne? Dass das nicht so schmutzig aussieht, weil manchmal mit der Befüllung kann schon mal was daneben gehen, dass wir darauf achten, dass wir alles saubern, alles überall eine Zange drin ist, überall ein Löffel drin ist, das ist wichtig, dass der Gast sofort Zugriff hat und dass der Gast auch sieht, was halt was ist, ne? Dass wir das anschreiben, ja. Nicht noch groß, es muss schnell gehen, manchmal sind wir auf Touren irgendwo an Land, wir müssen schnell essen und der Gast muss sofort sehen, was esse ich hier eigentlich, anstatt noch nachzufragen. Wie gehen Sie mit Sonderwünschen um, wenn der Gast sagt, ich habe eine Unverträglichkeit oder ich möchte gerne das und das? Können Sie darauf eingehen? Absolut. Ja? Wir haben immer am Anfang der Reise ein Allergiker-Treffen mit dem Executive-Chef und mit mir. Und dann reden wir halt, was halt die Allergie ist. Ne? Größtenteils ist es immer mehr Laktose und Gluten, das ist klar. Aber es gibt auch viele, viele, viele verschiedene andere und sehr spezielle wie Histamin. Und da gehen wir drauf ein. Ne? Wir geben dann immer ein Menü, einen Tag vorher aufs Zimmer. Und da kann der Gast ankreuzen und dann muss er das abgeben bis 10 Uhr an der Rezeption und dann kochen wir danach. Und das wird dann auch hier genauso serviert wie er. In beiden Restaurants, ne? Wunderbar, perfekt. Die Kellner kennen das auch sehr gut, die treten mit uns in Kontakt und wir holen das dann speziell von der Küche ab. Und wie geht's Ihnen persönlich? Haben Sie irgendwie so ein Lieblingsessen, wo Sie sagen, das brauche ich jetzt so fern der Heimat? Ja, Schokolade. Also ich brauche mehr Schokolade hier wie zu Hause. Ja, ich esse sehr gerne. Kriegen Sie denn auch die kleinen Schokolädchen aufs Bett? Nee, ich habe meine andere Schokolade. So. Ich habe eine bestimmte Sorte. Das finde ich sehr sympathisch. Übrigens, ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Sie sind immer so freundlich, so höflich. Sie sehen aus, als hätten Sie gerade eine Wellnesswoche hinter sich. Ja, ganz frisch, toll, toll, toll. Und Sie versprühen das auch. Also die Leute mögen Sie gerne ansehen und mögen gerne hier zu Ihnen kommen. Sie das sagen. Ist schön. Ja, ich möchte ein bisschen Freundlichkeit auch verbreiten. Also ich meine, das ist, wir sind auf einer Kreuzfahrt, uns geht's gut. Sonst würden wir nicht hier sein und dann kann man das auch ein bisschen verbreiten. Ja, also ich wünschte, viel mehr Menschen wären so wie Sie. Danke. Zum Schluss noch die Frage, haben Sie einen Lieblingsort hier auf dem Schiff? Ja, mehrere. Also ich habe nicht nur einen, ich mag gern draußen sein, Deck 8 hier auf der Terrasse, dann Deck 9 hoch oder ganz oben Deck 11. Mag ich auch sehr gerne. Also, und sowieso die Restaurants, ne? Da bin ich da denn am meisten und mag ich auch sehr gerne. Ja, bei dem Geruch, das kann ich gut verstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre netten Worte und machen Sie einfach weiter so. Werde ich machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vergesst das Eis nicht schön hinten in den Nacken rein. Oh ja, das ist schön. Ja, Handkuss für die Dame. Und den Knicks von unserer Majestät. Die Verneigung zu tief daneben. Ist das nicht hier toll aufgebaut vom Service und vom Küchenteam? Ich glaube, das ist erstmal ein Riesenapplaus wert. Dann auch ein großes Dankeschön an die zwei Schweinchen hier vorne, die sich so haben gut durchbraten lassen für uns. Sie sehen, wir haben für Sie Spanferkel da, es gibt Brezeln, es gibt alles das,
was es an Schmankerl zu einem bayerischen Frühschoppen geben soll. Ja, mein Fazit hier auf der Kreuzfahrt mit der MS Amadea. Es ist wirklich ein schönes, kleines, überschaubares Schiff mit ungefähr 600 Passagieren und knapp 300 Mitarbeitern hier an Bord, die für unseren Service da sind. Die Mitarbeiter sind alle durchweg total freundlich und das Essen hat fast Sternenniveau, kann man sagen. Ja, es ist vor allen Dingen hervorzuheben, das Show-Ensemble hat auf jeden Fall die Qualität wie bei anderen großen Kreuzfahrtschiffen. Ja, besonders sind natürlich auf jeden Fall die Routen hier, die Destinationen, nicht nur die Weltreise, sondern auch die vielen, vielen kleinen Teilabschnitte. Mir hat es besonders gut gefallen hier. Ich kann die MS Amadea empfehlen und wenn ihr Lust habt, kommt auch mal und geht vielleicht auch ein Teil der Weltreise.